Hallo meine lieben Freunde der Action-Horror- und Splatter-Spiele und herzlich willkommen in Sanctuary. Ja, ihr seht richtig, ich bin nach Sanctuary gegangen und habe mir schon eine schöne Aufgabe ausgesucht. Naja, so wirklich schön ist sie nicht. Wir hatten es ja mal vor, ich glaube das war die vorletzte Folge, ja? Doch, war die vorletzte Folge. Da ist uns leider Roland verstorben. Ja, jetzt dachte ich mir, da ich eh im Level aufsteigen will, mache ich mal noch die Aufgabe Hiobs Botschaft mal allen sagen, dass der arme Roland nicht mehr unter uns weilt. Kurze Gedenksekunde. So, jetzt gehen wir also mal alle hier informieren. Gibt uns wieder ein paar Erfahrungspunkte. Und wenn ich alle Aufgaben in Sanctuary gelöst habe, können wir, denke ich mal, mit der Hauptaufgabe weitermachen. So, jetzt erstmal. Roland? Tot? Wir waren nicht oft einer Meinung. Es gefiel ihm nicht, dass ich Waffen an die Banditen verkaufe. Aber ohne ihn wäre ich in New Haven draufgegangen. Er war ein guter Mann. Wahre Worte. So, wer ist der nächste? Markus haben wir. Oh ja, jetzt möchte ich wissen, was Moxie über ihn zu sagen hat. Ich habe gerade irgendwie wieder einen Hänger. Ich habe gerade irgendwie dran gedacht, dass ich irgendwas sagen wollte, aber nee. Na gut. Hier, Moxie. Jack hat Roland getötet? Verdammt! Er hat mir mit Mr. Schenk geholfen und sich im Gegensatz zu fast jedem anderen Kerl in der Gegend immer wie ein Gentleman benommen. Red nur weiter. Mir fehlen die Worte. Verdammt! Sind das etwa Tränen? Die Dame kann noch weinen. Auch wenn ich es nicht gesehen habe. Naja, mal weitergehen. So, wen haben wir noch? Zed und Scooter. Ja, dann gehen wir doch als nächstes einfach mal zu Scooter auch. Ach, hier ist der Ausgang. Nee, eins. Pfiff. Völlig verpeilt heute. Aber ich habe auch einen halben Liter Energy Drink gebraucht, bis ich einigermaßen wach war. Das ist schlimm. Ich schlafe genug, aber ich werde nicht wach. Ja, zu euch kommen wir später. Ja, und ihr zielt erst aufeinander, wenn ich komme. Ja, es ist auffällig. Es ist sehr auffällig. So, mal hier. Ich sag dir, Mann, ich werde nie vergessen, wie Roland und die anderen über Pisswash Gully gesprungen sind. Das waren noch Zeiten. Shit, Mann. Jetzt bin ich echt traurig. Fühlt sich so traurig sein an? Du bringst die Drecksau von Jack um. Hörst du? Yo. Natürlich werde ich den umbringen. Hallo? Hallo? Was? Scooters Kamera. Aha. Wir nehmen auch mal mit. Oh, und bring auch ein paar Pornohefte mit. Schadet nie, eine Alternative zu haben. Scooter, du hast dich gerade traurig gefühlt, weil Ronan tot ist und jetzt sagst du mir, ich soll dir noch Pornohefte mitbringen. Na gut, das hilft vielleicht gegen die Trauer. So ein bisschen Ablenkung. So, Dr. Zed. Was hat Dr. Zed zum Tod zu sagen? Speziell zum Tod von Roland. Hallo. Roland ist tot? Gott. Ich erinnere mich an unsere erste Begegnung. Ich heilte ihn, nachdem er einige von Nine Toes Männern getötet hatte. Er schien nett zu sein. Ruhig. Aber, ach, Mist. Tut mir leid. Das hat er nicht verdient. Nein, das hat er sicher nicht. Aber wir wissen ja jetzt, wer was verdient hat. Mr. Handsome Jacks Tage sind gezählt. Hast du gehört? Ausnahmsweise reden sie mal nicht über Turbokrebs, das ist auch gut. So. Oh Gott, nein, ich traue mich fast nicht, der das zu sagen. Dieses instabile Wesen. Oh Gott. Ja, irgendwann muss ich es ihr ja sagen. Noch nicht. Erstmal hier die Spinde plündern. Oh Gott, da weiß ich gar nicht mehr, wie die reagiert hat das letzte Mal, als ich das gesagt habe. Ich habe jetzt alle Missionen mindestens zweimal schon gezockt. Mindestens. Na gut. Ohne Roland wäre ich heute nicht mehr am Leben. Ich bin unangenehm überrascht, festzustellen, dass ich Trauer über seinen Tod empfinde. Ich bin überrascht, dass sie Trauer empfinden kann, aber... War jetzt eine zu erwartende Rede. Danke.
Freut mich, dass du das sagst. Wenn's dich tröstet. Jack hat meinen Hund viel langsamer getötet. Naja. Okay, freut mich, dass du das sagst, aber das freut mich eher weniger. Dass ich immer wieder einen Faden verliere, wenn hier ein paar miteinander reden oder ich irgendwas höre. Na, schlimm. Mordecai hat mir berichtet, was mit Roland passiert ist. Hier ist der Plan. Wir beerdigen Roland. Wir retten den Planeten. Und wir töten Jack. Seine Verbündeten, seine Freunde, seine Familie, alle, denen er je begegnet ist. Wir häuten sie mit ihren eigenen verdammten Zähnen. Tut mir leid. Alter. Unsere Wege trennten sich vor einigen Jahren. Aber wir waren Freunde. Und niemand tut meinen Freunden ungestraft was an. Ist gut, ich hab keine Angst vor dir. Scheiße, Auflade. Aber einer muss das ihnen sagen. Ich hab den Code von Rolands Waffenarsenal an dein Echo-Gerät geschickt. Hui! Wenn jemand bekommen sollte, dass da drin ist, dann der Teufelskerl, der ihn rächen wird. Ja, Waffen, Waffen. Gib her! Will haben. Will haben, will haben. Ja, Code. Egal. Was ist da Schönes drin? Was ist da Schönes drin? Och. Gar nicht mal so gut. Gar nicht mal so gut. Na, ich will nicht die Munition. Das ist auch... Och, warum ist alles schlechter als das, was ich dabei habe? Level 25. Ja, das könnte theoretisch ja auch besser sein. Naja. Immerhin wieder was zu verkaufen. Geld können wir ja immer brauchen. So, mehr ist hier nicht. Okay. Dann schließen wir mal die Aufgabe ab. Und so wie es aussieht, steige ich dann gleich ein Level hoch. Aber wie gesagt, erstmal alle Aufgaben in Sanctuary erledigen, bevor wir hier weitermachen mit der Hauptaufgabe. So, öffne Rolands Waffenarsenal. Obwohl Rolands Freunde seinen Tod betrauern, einst sie doch ein sehnlicher Wunsch. Eint sie doch. Ja, jetzt ergibt der Satz auch einen Sinn. Dass du bittersüße Rache üben wirst. Ja, gerne. Lass nicht zu, dass alles umsonst war, amigo. Finde Jack. Töte Jack. Was ist denn das? Smooth Scorpion. Betrauere nicht sein Dahinscheiden. Auch ohne Jack ist Hyperion eine Gefahr. Ich werde nicht ruhen, bis die Schweine endgültig besiegt sind. Ich nehme einen Schluck zu trinken und reg mich später darüber auf, dass ich die ganze Zeit unterbrochen werde. So. Ich hoffe, jetzt darf ich ohne Unterbrechung reden. Wir waren bei Dahinscheiden, sondern sei dankbar, dass es ihn gab. Ist trotzdem eine Kackwaffe, glaube ich. So viel Zeug. Dass ich nicht brauchen kann, das... 276 Schaden macht das. Nee, 912 macht die andere. Also, da weiß ich nicht, warum ich die behalten soll. Wenn sogar Pistolen mehr Schaden machen, die ich mit mir rumtrage. Na gut. Geh mir die schnell verkaufen und dann kommt schon... Halt die Schnauze! Und dann kommt schon die nächste Aufgabe. Ja, schon langsam richtig viel Kohle. Hoffentlich kann ich die auch irgendwann mal ausgeben. Weil da sind auch immer irgendwie nur dieselben Waffen dabei und... Nee, Level 23. Pff. Wenn du es nicht ausgibst. Nee. Aber der Raketenwerfer, auf den bin ich schon gespannt. Der ist stärker als meiner. Multikill. Ultrakill. Was habe ich denn da noch? Ach ja, da war ich mir nicht sicher, ob ich das später noch brauchen kann. Ich glaube eigentlich nicht. Ich habe ja genug Platz im Rucksack. Ja, Aufgaben. Wo haben... So viel noch nicht entdeckt. Das ist da, Sanctuary. Dicke Freunde, das ist die Aufgabe. Finde heraus, wer die Beute gestohlen hat. Erschieße den Dieb. Verhöre Lindsay. Lindy. Verhöre Sam. Verhöre Jim. Verhöre O'Cantler. Das muss ich gerade wieder... Ah, so kann ich runterscrollen. Genau. R. R2. Ja. Wir müssen noch wissen, wo links und rechts ist. Das ist manchmal so ganz praktisch. So, vier kleine Gauner streiten darüber, wer einen dicken Batzen Geld, der allen gemeinsam gehörte, geklaut hat.
Nur einer der Gauner sagt die Wahrheit. Alle anderen lügen. Du musst herausfinden, wer das Geld geklaut hat und denjenigen erschießen. Ja, nennt mich Sherlock Gates. Gates? Gage. Sherlock Gage. Was? Ach, heute habe ich es auch wieder nicht mit Namen. Bl. Ach, jetzt steht er schon. Steht er schon hier. Das ist bescheuert. Ja, ja. Mit wem reden wir zuerst? Level 3. Ja, halt die Fresse. Ich will jetzt wissen, was du zu sagen hast. Also unter uns, O'Kentler ist der Dieb. Als wir gebumst haben, meinte er die ganze Zeit, yeah, Baby, ich reiß mir das Geld unter den Nagel. Und ich sagte, das kannst du nicht machen. Und er, doch, Baby, das mache ich. Und ich, das ist Unrecht. Hat mich trotzdem irgendwie angetörnt. Du hast mit dem gebumst? Naja, ich hoffe, er trägt die Maske nicht, weil er so hässlich ist. Sam hat das Geld geklaut. 100%. Nachdem sie und O'Kentler unseren Coup ordentlich gefeiert hatten, habe ich gesehen, wie sie sich die Beute in die Hose gesteckt hat. Aha. Also sie sagt der was, sie sagt sie was. Ah. Moment mal. Der hat da einen Rucksack mit dem Dollarsymbol drauf. Pass auf, nach dem, was wir über das menschliche Bewusstsein wissen, kann ich mir nur einer Tatsache gewiss sein. Ich habe das Geld nicht geklaut. Ich kenne meine eigene Psyche und ich weiß, dass diese Psyche es nicht geklaut hat. Würde ich die Psyche der anderen kennen, könnte ich dir weiterhelfen. Aber leider kann ich nur für mich sprechen. Und das tue ich hiermit und sage, ich habe das Geld nicht geklaut. Aha. Okay. Ja? Reden wir erstmal noch mit dem Letzten, dann äußere ich meine Vermutung. Sam lügt wie gedruckt. Ja, etwas ist mir aufgefallen. Also abgesehen davon, dass der da so ein fettes Dollarzeichen auf dem Rucksack hat. Alle drei hier, also die drei hier, haben alle irgendwen beschuldigt. Der einzige, der sich nur verteidigt hat, war der hier. Da würde ich mal sagen, er war's. Na, schießen wir ihm im Kopf, dann wissen wir's. Haha, meins. Das Geld also doch geklaut. Aber wir waren doch Freunde. Das ist echt traurig. Aber vielleicht können wir daraus ja eine Lehre ziehen. Ja, die Lehre, dass Jim das Geld geklaut hat. Ja. So. Was gibt's denn? Erfahrung? Ein klein bisschen Geld, ja. Hey, danke, dass du 75% von uns gerettet hast. Hier für dich. Hey, 75%, ich hätte auch euch alle erschießen können. Na gut, es gibt ein Schild, das auch nicht so dolle ist. Naja, kann verkauft werden. Erfülle 25 optionale Missionen. Und ich habe 22, glaube ich, erfüllt, so wie es gerade ausgesehen hat. Aber ich bin Level aufgestiegen, das heißt, ich kann mit der Hauptmission weitermachen. Aber erstmal hier den Punkt vergeben. 20% cooler, erhöht die Abklingzeitrate deines Action-Skills. Erhöht, ja. Ich denke immer noch, dass das heißt, dass ich weniger lang warten muss. Ich probiere es einfach mal aus und vergebe meine Punkte schon erstmal hier. Irgendwann dann geteiltes Leid, dass meine Schilde auf Deathstrap übergehen. Dann lebt er auch ein bisschen länger. So. Und ja. 6%, das mag jetzt nicht viel klingen, aber es dauert ja immer recht lange, bis der wiederkommt. So, Blut, Schweiß und jede Menge Ärger. Ich glaube sogar, das ist schon die Hauptmission. Ich mich jetzt aber nicht drauf verlassen. Ich guck lieber nochmal nach, das kostet ja nichts. Jep, das ist die Hauptmission. Dann versuche ich das nochmal und guck mal, wie ich jetzt durchkomme. Sollte ja ein wenig besser gehen. So, zum Glück speichert es gerade. Sawtooth Canyon. Vielleicht bin ich jetzt stark genug für die Typen. Skilltree des Kommandos, der interessiert. Willst du rasch wohin? Such dir die nächste Schnellreisestation. Hoppala. Dass es so laut klingt, wenn ich mit dem Controller gegen
das Mikro stoßt, beziehungsweise das Tischchen, wo das Mikro draufsteht. Ich habe mir ja keinen Mikrofonständer geholt, sondern ein kleines Tischchen, wo ich dann den Tischständer draufstellen kann. Also ich finde das viel praktischer als hier nur ein Ständer, weil dann kann ich noch meine Computermaus drauf tun und Tastatur und dann kann ich ganz gemütlich auf dem Sofa hocken und zocken und labern. So, alles aufmunitioniert. Was ist nochmal da? Nee. Aber wenn ich mir das so überlege. Level 25 Shield. 24. Ja, rein theoretisch könnte in dem Automaten was Besseres sein, als das ich ausgerüstet habe. Aber nur theoretisch. Praktisch ist das leider nicht so. Moment. Ist doch ja noch was. Genau. Ah, ja, Orange. Orange. Aha. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie der rockt. Aber ich glaube, den kann ich dann auch entsorgen. Dann war ja noch. Ja, stimmt, das Shield, das ich nicht brauchen kann. Kurz mal hier den Klassenmod ausrüsten und gucken, wie sich das auf meine Skills aus. Toll, auf alles, was ich nicht benutzt habe. Und was macht das Ding sonst noch? Ja, Assault Rifle, nee. Dann behalte ich doch lieber den da. So, dann noch schnell Rucksack leeren. So, ihr Badasses. Beim ganzen Rumli habe ich noch fast vergessen. Oh, nö, die Waffen lasse ich mal so, wie ich sie drin habe. Mal schauen, was ihr noch so könnt. Nachdem ich ein Level stärker geworden bin. Mein letztes Wort? Ja, sie sind... Oh, Level 27. Ja, doch, es könnte immer noch hart sein. Hart, voll hart. Psychozwerg. Eins mit dem Hammer. Wow. Wieso bin ich jetzt weggeflogen? Ja, es ist noch nicht so einfach, aber es könnte jetzt machbar sein. Ich denke, ich werde die Hauptmission versuchen. Aber erstmal hier alles ausrotten, was rumläuft. Dann springe ich runter. Wow, ich bin umzingelt. Ich mag es nicht, umzingelt zu sein. Vor allem nicht vom normalen... Ja, nein, Selbstmordpsycho. Au, au, au. Das hätte jetzt auch böse enden können. Nee, das Trap, du bist der Beste. Der Goliath kann jetzt mal ein bisschen Amok laufen hier. Also auch nicht zu viel. Schießen natürlich schon ein bisschen ab hier aus der Ferne. Wo gehst du denn jetzt hin? Na gut, hoffentlich... Oh, hoffentlich steigt er nicht im Level auf. Das wäre nicht so schön. Ja, mir kommen auch die Freudentränen. Da ist er. Oh, bad. Oh, er ist schon badass. Das ist eher suboptimal. Und DT ist weg. Taktischer Rückzug. Oh, nur ein bisschen. So, jetzt treffen wir dich auch. Der wollte irgendwas mit meiner Haut machen. Irgendan was verfüttern. Irgendwie sowas. Oh, der Goliath wütet immer noch. Nee, gehst du weg. Oh, ganz so heftig war der jetzt nicht. Ja, noch ein paar... Oh, nee. Sind die Kopter wieder da? DT, übernimm du mal die Kopter. Also, ich mache auch ein bisschen mit. Versuch es zumindest. Aua, ich brenne so ungern. Vielleicht versuchst du es mal mit der Waffe? Ja, DT macht keine schlechte Arbeit. Er trifft wenigstens. Im Gegensatz zu mir. Was ist denn heute los? Na, ja. Geht doch. Auch wenn ich da die ganze Zeit irgendwo
gegenrennen. Wow. Und das Nachladen gewöhne ich mich nie. So, alle tot hier. Alle beseitigt. Dann gucken wir uns doch noch ein bisschen um, ob es hier irgendwie Loot gibt. Irgendetwas Nützliches. Ich glaube nicht. Na gut. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn ich dort runterspringe und mal ein bisschen die Smoking Guano Grotto betrete. Hoffe ich zumindest. Gut, in dem Sinne, Tschüssikowski.